fährst zurück. Für den unverschämten Preis von 16 Euro war es heute in Leipzig. Nein, scheiße, du kannst da kostenlos hinfahren. Easy. Ich war für den unverschämten Preis von 0 Euro in Leipzig. Das ist wirklich unverschämt. Juti, du fährst zu Claudius. Hanna. Du lässt ein bisschen Zeit. Du brauchst viel Zeit, das wird nicht sofort ein Zug kommen und bla bla bla. Okay. Das dauert halt alles immer ein bisschen. Du fährst zu Claudius. Hanna öffnet dir die Tür. Legt den Kopf schief. Hi. Die Futter ist wieder da! Dann lass sie halt rein. Bleib doch draußen. Dann geht sie in ihr Zimmer. Sophie geht rein. Er kommt, kommt aus seinem Zimmer gewankt. In den Händen hat er verschiedene Apparaturen. Das sind aber hauptsächlich unähnliche Dinge und verstaut die kurz in seinem Kabuff. Und dann, begrüße er dich. Hi. So. Hilfe. Quasi. Ja, wird das heute noch was? Keine Ahnung, du siehst so verwirrt aus, deswegen dachte ich, warte ein bisschen, bis sich alles gesetzt hat. Wenn du noch 40 Minuten länger wartest, begehe ich hier Sudoku. Kann ich dich dabei mit meinen Mikado-Künsten unterstützen? Das macht ein bisschen Spaß. Ich glaube, heute gucke ich mir einen Twitch-Stream an. Pass auf. Sie holt das Bild raus. Hässliche Visage. Richtig, suche ich trotzdem. Hab mittlerweile schon festgestellt, dass der Typ, von dem ich noch keinen Namen habe, hauptsächlich in Leipzig am MDR-Turm rumgehangen hat und irgendwie vorgestern früh von den Bullen abgeholt worden ist, weil er ein bisschen rumrandaliert hat. Und zumindest Hinweise, also ich habe zumindest Hinweise drauf, dass der sich jetzt entweder in der Obhut der Bullen oder in irgendeiner psychiatrischen Einrichtung befindet, weil die halt feststellen wollen, ob er eine Gefahr für sich und für andere ist. Weil er wohl ziemlich verwirrt sein soll. Mhm. So, ich weiß aber nicht, wo der ist und wie ich an den Rand komme. Denn jede Geschichte, die ich denen erzählen könnte, dafür muss ich mich hier in irgendeiner Form ausweisen und das kann ich nicht, ohne dass sie checken, dass ich nichts mit dem Typen zu tun habe. Wieso sollten die das nicht checken? Wissen die denn, wer der ist? Ich habe keine Ahnung, ob die wissen, wer der ist. Mhm. Ich weiß nämlich selber auch nicht, wer das ist. Mhm. Na, sie können ihn, wenn er nicht rechtlich belangt wird, nicht gegen seinen Willen oder den Willen eines Vormunds in irgendeiner psychiatrischen Anstalt belassen, selbst wenn er für sich oder andere eine Gefahr darstellen könnte, solange er nichts gemacht hat, was strafrechtlich relevant ist. Wie Sachbeschädigung. Sachbeschädigung ist strafrechtlich nicht relevant genug. Dafür muss keiner eine Klapse. Das heißt, wenn er einen Vormund hat, der sagt, der gehört da nicht hin, dann kann der raus. Okay. Aber ein Gutachten werden sie ja, die Sache ist halt, eine Klapse ist jetzt nicht zwingend der beste Ort für dich. Mhm. Nämlich entweder recht banal oder unangenehm. Siehst du, und da fangen meine Probleme Teil 2 an. Mhm. Na gut, dann komm mal mit. Er geht in sein Zimmer. Sie folgt. Pizzakartons, Colaflaschen, ein Papierkorb voll mit Taschentüchern. Sie fühlt sich heimisch. Leichter Geruch von Schweiß und Sperma. Auch das ist in Ordnung. Ja. Und dann würde er sich an seinen Rechner setzen. Wann war das?
Vorgestern Morgen. Er guckt als erstes nach irgendwelchen. Die Polizei gibt ja Meldungen raus tatsächlich, was er so macht. Auch da wird er den finden, den sie da eingeknast oder eingesackt haben. Unbekannte Person, Identität unbestätigt. So, okay. Wo genau die den hingebracht haben, ist für mich jetzt nur mit einem Aufwand nachzuvollziehen, den ich nicht zwingend irgendwie, also ich meine, du könntest bei der Polizei einfach nachfragen. Könnte ich, aber die geben mir keine Auskunft, wenn ich nicht in irgendeiner Form mit dem Typen verwandt bin. Ja, brauchst du also einen Ausweis. Zum Beispiel. Na, den kannst du kriegen. Das soll nicht das Problem sein. So, oder wenn sie dir Auskunft geben, wo der ist. Theoretisch wäre es auch gleich gut, wenn du direkte Vormannschaft für ihn hättest, ne? Ja. Bist du bereit, die Strafe für Sachbeschädigung dann für ihn zu bezahlen? Das werde ich wohl tun müssen. Ja, wäre sinnvoll. Ja, das wären ein paar knappe Monate. Also ich meine, du kannst dir entweder das aussuchen oder ich kann dich noch an einen Anwalt von uns verweisen, der sowas übernimmt und dann für dich den ganzen rechtlichen Kram macht, aber das kostet dich bestimmt ein paar Sack Cash. So 3-4. Also ich würde dich nicht an ihn verweisen. Ich würde ihn einfach dann das machen lassen und du kommst gar nicht mit denen in Kontakt. Das will auch keiner. Es kommt drauf an, wenn ich nur die fucking Strafe zahlen muss und den Rest übernimmt deine Haftpflicht. Ja, aber du musst ja, du hast ja dann keine Haftpflicht. Doch, habe ich ja. Für solche Fälle gibt es Haftpflichten. Für die falsche Identität, die ich dir ausstelle, hast du keine Haftpflicht. Ach, das ist schlecht. Denkst du, ich kann dir noch irgendwie eine Haftpflichtversicherung aus der Luft schauen? Also. Ich meine, du bist fick, aber so viel Mühe muss ich mir trotzdem nicht geben. Ah. Ja, das passt schon irgendwie. Ja, musst mir halt vorher Bescheid sagen, was du willst. Ja, ich muss erstmal rausfinden, wie teuer das ist. Es wird nicht so unendlich teuer sein. Ja, ich denke, dann kriege ich das mit der Strafe hin. Ja, wenn du merkst, es wird zu viel, dann sagst du, ein Anwalt wird sich in Verbindung setzen von dir, das alles weitere klären, den ganzen behördlichen Kram, dann kannst du mich immer noch anrufen. Ja, machen wir so, klingt gut. Ja. Also. Gab's noch irgendwas, was du denn jetzt brauchst oder was du wissen musst? Wer der Typ ist und wo ich ihn dann im Zweifel irgendwann mal unterbringen kann, aber. Ja, wer der Typ ist, werde ich dir nicht sagen können. Ja, dachte ich mir schon. Ich glaube auch nicht, dass er einen Ausweis hat, also insofern ist es egal. Ja, sie haben offenbar gestern bei ihm keinen gefunden. Sonst hätten sie ja seine Identität. Ja. Die Sache ist, wenn sich jetzt jemand anderes schon gemeldet hat, irgendwie, ne, unangenehm. Das stimmt, aber ich denke, das ist ein Risiko, das ich eingehen muss. Du weißt, dass man in eine Klapse eigentlich nicht alleine geht? Dann nehme ich halt jemanden mit. Okay. Warum geht man da nicht alleine hin? Albtraum chimieren. Ja. Oh. Gibt da noch 3-4 Leute, die träumen können und das sind keine schönen Sachen. Beziehungsweise, wenn einer von euch beiden dann vergisst, dass er eine Fee ist kurzzeitig, dann kann der andere ihn immer noch mitnehmen. Klingt irgendwie sinnig. Ja. Na gut, so, also, hier hast du die Nummer von dem Anwalt, damit du das direkt klären kannst. Also das ist nicht die Nummer von dem Anwalt, aber da rufst du an und dann wird der Rest in die Wege geleitet. Okay. Und
Ausweis kriegst du morgen, genauso wie die Vollmacht. Ach so, und dann kannst du morgen vorher nochmal, sag auch mal David Bescheid, der soll auch mal irgendwann hier auftauchen. Ihr braucht einen Hotfix für eure App. Okay, sag ich ihm Bescheid. Denn leider ist jemand von uns in eine riesige Wolke von Banalität reingestolpert, in ein Gebiet, das als sauber ausgeschrieben war. Und der war sehr wütend. Und deswegen versuche ich das mit den anderen hinzukriegen, bevor sowas passiert. Vor allen Dingen, weil ihr ja wisst, wo ich wohne. Obwohl in den AGB steht, dass ich übrigens nicht haftbar bin bei vier Funktionen. Nein, ja nur. Ja. Um genau zu sein, ist ein Mann namens Thomas Krummscheid haftbar, aber naja, der weiß davon nichts. Und ich will ihn jetzt nicht übermäßig belästigen, also. Dann wird es vielleicht Zeit, ihn darauf aufmerksam zu machen. Nee, lieber nicht. Wenn mal irgendwas ganz Gravierendes ist, dann will ich, dass der wütende Mob bei ihm vor der Tür steht. Okay, das kann ich sogar irgendwie verstehen. Ja, ne? Irgendwie schon. Und dann, der ist halt so eine Wegwerfperson, weißt du? Also es täte mir leid. Der ist ein ziemlicher Wichser, aber es täte mir leid. Allerdings immer noch besser als ich. Das klingt ziemlich sinnig. Ja. Aber leid täte es dir trotzdem. Ja, das Warum? ist. Kennst du das, wenn deine Oma abgezogen wird am Telefon von irgendwelchen Sachen wie, sie haben gewonnen, sie müssen nur noch hier sich melden und dann bekommen sie 10.000 Euro. Ich finde das, ja, man sollte, weiß ich nicht, sie hatte auch eine Oma und die, weißt du, die wurde da auch voll gebumst. Ist jetzt nicht so cool. Auf der anderen Seite habe ich genau sowas halt mit dem gemacht. Also auch einer, der kann sich jetzt nicht so gut dagegen wehren. Also. Na, ich dachte, der ist ein Wichser. Er ist natürlich trotzdem ein Wichser, aber er kann sich trotzdem nicht wehren. Ein schutzloser Wichser. Ach Ich weiß so. nicht. Ja, das ist wenig befriedigend, als wenn du irgendwie jemandem echt einen reinwirkst, der echt ein Arschloch ist. Ja, und der ist so eine Art Wichser, der nicht von sich selbst denkt, der wäre cool, weißt du? Der weiß es auch noch, oder wo ist denn da die Nachtreten bei Leuten, die am Boden liegen? Macht Spaß und muss sein. Aber der ist ja noch nie im Leben aufgestanden, weißt du? Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Das ist irgendwie. Dann steht man da und denkt sich, da macht das Treten nicht so viel Spaß. Genau. Es ist keine Wonne und kein Genuss mehr in diesem Tritt. Weniger. Ja. Na gut. Nehmen wir an, du willst irgendwann irgendeine Art von Gegenleistung haben, hm? Ist geschenkt. Okay. Ja, ist geschenkt, weil, naja. Ihr hättet irgendwann sowieso mal was gebraucht als Mündel. Jetzt seid ihr zwar keine Mündel mehr, aber auch in Mündelzeit war ich kurz, von daher. Okay, cool. Und außerdem müsst ihr mich sowieso immer wieder brauchen. Und ich brauche immer wieder Zeit. Ah. Daher weht der Wind. Ja, natürlich tut er das. Aber ich glaube, ich kann keine Zeit abgeben. Darum geht's ja auch nicht. Ach so. Denn entweder kannst du mir die Zeit von anderen Leuten beschaffen oder ich kann weitere Experimente durchführen. Ja, dann lieber so. Das wirst nicht du entscheiden. Ach, verdammt. Aber versuchen kann man es ja mal. Das ist richtig. Siehst du? Ich werde es auch mal wieder versuchen. Ja, so lange, bis ich mal Dinge versuche. Ah.
Und dann vermute ich auch noch darüber hinaus. Aber das ist jetzt egal. Ich mache mich jetzt in die Arbeit. Alles klar. Und dann. Du verpiss dich aus meiner Wohnung, du dreckiger Normi. Habe ich eigentlich die ganzen Manga-Poster in seinem Zimmer erwähnt? Nee. Hauptsächlich Lollis. Gern googeln. Hm. Und auch viel sexueller Kram. Mhm. Hot. Hm. Ja, sie steht auf, geht zur Tür. Na dann mach's gut. Bis denne. Bis morgen. Nicht vor 12. So bescheuert, wenn ich Glück hab, schäle ich mich da gerade aus dem Bett. Gott sei Dank. David auch nicht vor 12. Ich sag einfach, dass wir zusammenkommen sollen und dann ist alles gut. Dann kommt er nicht vor 12. Das ging vernünftig. Prävention ist alles. Das hat meine Mutter auch gesagt und dann hat sie mich trotzdem bekommen. Oh, selbst schuld. Das hat die früh genug auch gelernt. Juli, Schüssen. Oh, da ist noch was, Ja, Links neben der Tür die Kiste, die nimmst du mit und probierst von zu Hause aus, ob das Ding funktioniert. Ist da ein Springteufel drin? Nein, das ist ein Wasserentkocher. Ein Wasserentkocher. Na, das ist wie ein Wasserkocher, so sieht das Ding aus. Und da tust du kochendes Wasser rein, drückst auf den Knopf und dann wird es entkocht. Es wird quasi einfach kalt. Es wird lauwarm. Ah. Warum? Warum nicht? Das ist ein bisschen cool. Kann ich da auch was anderes reinfüllen? Also muss es Wasser sein oder auch irgendwie zur heißen Suppe oder so? Hast du schon mal Suppe in Wasserkocher erwärmt? Würstchen und sowas, ja. Ja, Würstchen, aber, ne? Suppe auch schon. Ja, und konntest du den danach noch benutzen? Ja. Bei dem machst du das nicht. Okay. Das ist halt für sowas wie, du machst dir Würstchen, aber dann willst du irgendwie nicht reinstechen mit der Gabel, aber du willst auch nicht mit deinen Händen in das kochende Wasser reinfassen, deswegen nimmst du alles, das ganze Wasser und die Würste, tust die in den Wasserentkocher und dann drückst du auf den Knopf. Ja, ist ja alles gut, finde ich super. Ja, easy. Okay, nehme ich mit. Gut. Bring ich dir dann morgen wieder mit. Nur wenn er funktioniert. Okay, wenn er nicht funktioniert, ach so. Dann fliegt das Haus in die Luft oder sowas. Nö. Aber da will ich die Scheiße nicht mehr sehen. Ah, okay. Na dann, bis morgen. Au. Au. Sagt sie und schließt die Tür hinter sich. Geht zur Wohnungstür, nimmt die Kiste mit und geht. Sehr gut. Und geht nach Hause. Und schließt in der Küche den Wasserentkocher an. Mhm. Du probierst ihn ja so aus. Ja, natürlich. Er funktioniert hervorragend. Das einzige Problem ist, dass er dabei so ein lautes, uralter Teekessel auf der Flamme Geräusch macht. Das ist ein bisschen cool. Cool, sagst du. Das geht aber so nicht. Dann ist die Dampfentwicklung dabei auch ziemlich, ziemlich heftig. Warum? Ich wollte jetzt gerade eigentlich sagen, es dauert nur ein paar Minuten. Nee, das geht so schnell wie beim Wasserkocher. Sehr langweilig. Dann ist das ja physikalisch gar nicht korrekt. Du kleiner, dreckiger, banaler Hund. Physikalisch ja, korrekt. Das wäre einfach nach so der einfach, das, nach der Nöcker-Physik funktioniert das. Das wäre einfach nur so witzig, es dauert einfach nur 2 Minuten, dann ist das Wasser wieder kühler. Nein, aber es so. Wäre auch physikalisch nicht in 2 Minuten korrekt, weil du ja, das Wasser nicht so schnell runterkühlen kannst. Also nicht ja, schon mit Eis. Kannst du aber. Ja, aber ohne Ende, ne, da ist auch Energiezufuhr. Ist auch völlig irrelevant. David! Ja. Wir haben eine Einladung für morgen. Oh, schon wieder an den Hof? Nee, zu Claudius. Achso, das ist okay. Ja, aber er hat gesagt, nicht vor 12. Ich habe gesagt, das ist äußerst passend, weil ich mich um 12 höchstwahrscheinlich gerade aus dem Bettchen quäle.
Das heißt, ich werde in Ruhe ausschlafen, du wirst mich nicht wecken. Können wir machen. Ach, siehst du, jetzt muss ich ihn nochmal kurz anrufen und ihn fragen, ob er das Ding jetzt wieder haben will oder nicht. Weil funktionieren tut's ja, aber es ist pfeift halt. Ach, das war das. Der Wasserentkocher. Was? Na, der Wasserentkocher. Warum will man Wasser? Sie wählt währenddessen Claudius Nummer. Warum will man Sie sind verbunden mit der Nummer von Hals, Maul, ich höre die Scheiße nicht ab. Hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Ton. Hier ist die creepy Stalkerin. Es pfeift, aber ansonsten klappt's. Willst du es jetzt wieder haben oder nicht? Sie legt auf. Der wird dir keine Antwort geben. Er hat doch gesagt, du hörst nicht ab. Ja. Sie schreibt ihm eine WhatsApp-Nachricht. Du hast deine Handynummer, es funktioniert sogar scheiße. Er will es wieder haben, denn das kann er fixen. Okay. Und wofür wollen wir jetzt einen Wasserentkocher haben? Wir wollen ihn gar nicht haben. Ich habe ihn nur mitgenommen, um ihn auszuprobieren. Wir müssen ihn morgen wieder mitnehmen. Ja, das heißt, wenn du heute Würstchen kochen willst und sie dann wieder in so einer angenehmen Esstemperatur abkühlen willst, dann, also wenn du das tun willst, müssen wir das heute machen. Dann lass ich die einfach stehen. Oder lass tropf sie ab. Ja, aber so geht's viel schneller. Ich kann sie auch einfach abtropfen. Ja, aber so geht's viel schneller. Viel schneller und sag ihm das ja nicht morgen. Ist okay. Nöcke hatten schon immer die besten Ideen, was technisches Zeugs angeht. Eben. Gott, ich bin ein schlechter Lügner. Das stimmt, aber ich wollte dir so gerne glauben. So, ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh. Ich hole dich ab. Gerne, klar. Okay, bis dann. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, irgendwann nächsten Mittag, so gegen 1 oder so, kommt Sophie wieder rein. Sie war offensichtlich nicht zu Hause. Ah. Sie riechte. Nur eine ganz kleine Spur nach Lagerfeuern, die in der Ferne brennen, mit einer Spur Zimt darin. Das mag ja so sein. Sie hat sich jedenfalls gesagt, es ist nicht in der Wohnung passiert. Ich muss dir doch nur Hinweise geben. Ich meine, du willst doch Dinge erfahren als Charakter. Ich kann dir ja nicht einfach Informationen vorenthalten. Ich habe es mir schon gedacht. Danke, dass du darauf hingewiesen hast. Gern geschehen. Sie packt den Wasserkocher wieder ein. David! Den Wasserentkocher, bitte. Ja, den Wasserkocher brauchen wir noch. Den Wasserentkocher. Es wäre ein bisschen witzig, wenn sie ihm jetzt den Wasserkocher mitbringen würde. Macht sie aber nicht. Ja, David ist unten. Keller. Achso. Dann klopft es irgendwann unten an deine Tür. Achso, wenn du unten im Keller bist, dann wird auch dir jetzt auch Sophie aufgefallen sein, übrigens, dass bei des Wahnsinns Tür eine Ausbeulung ist, wie als hätte sie etwas dagegen geworfen. Yay. Wie kann ich denn so eine Tür reparieren? Gar nicht. Schön. Kannst deine Tür reparieren, aber die ist nicht kaputt. Aber ein kleines Glöckchen klingelt, Sophie steht wieder vor deiner Tür. Geh zu der Tür und öffne sie. Vorsichtig. Hi. Hi. Wollen wir los? Gerne, klar. Okay. Es riecht noch ein bisschen nach geschmiedetem Eisen. Hier steht es bemüht zu lernen. Hier geht mit ihr los. Ja, bla bla, er kommt an.
Hanna ist diesmal nicht da, das heißt, er wird direkt aufmachen, nach nur 2 Minuten. Und, ja. Willkommen, willkommen rein mit euch, ihr kleinen Kanalratten. Sophie geht rein und drückt ihm den Karton in die Hand. Sie hat ein kleines Schleifchen drauf gemacht. Was ist denn das für ein Ranzmann? Er wirft die Schleife in den Papierkorb. So, das kommt hier hin. Handys her. Hier. Er legt sie auf einen Bierkasten. Also der ist umgestülpt, der Bierkasten. Und dann nimmt er einen Hammer. Haut volle Kanne neben das erste Handy. Und geht dann unvermittelt auf die Knie und kommt den Handys mit seiner riesigen Knollnase, also so riesig ist er nicht, aber schon etwas größer, ganz nah. Ich werde dich auslöschen, du bekacktes kleines Miststück. Denkst, es wäre okay, schlapp zu machen, du fucking Arschkind? Step up your game, du Kack! Alter, du bist so dumm und scheiße. Ich habe dich perfekt mit meinen eigenen Hirnwindungen da reingestanzt. Und du fängst an, so Müll zu machen? Und du denkst, ich merke das nicht? Und du denkst, du kommst damit davon? Ihr kommt nicht nur unter Wasser, ihr kommt in siedendes Öl, aber erst nachdem ich euch aufgeschraubt und mit Ziegenscheiße gefüllt habe, mit Satyrscheiße, richtig aromatisch wird das. Okay? Oder, du wirst einfach das machen, wozu ich dich programmiert habe, du dummes Stück Müll. Dann steht er auf. So, irgendwann laufe nächste Woche oder übernächste kommt dann noch ein Patch. Der kommt aber dann online, das war jetzt halt nur Hotfix, weil, ja, ich jetzt nicht so viel Zeit rein investieren wollte schon. Bevor ich noch nicht genau das Problem kenne, vor allen Dingen. Okay. Hält aber jetzt nur 3-4 Tage, danach müsst ihr vorsichtig sein. Gut. Oh, David. Fällt mir gerade ein. Ja. Möchtest du dich nicht setzen? Setz mich hin. Dankeschön. Also, der Wille, das Wissen zu erlangen über die Dinge, muss immer größer sein als die Angst vor dem, was passieren könnte. Und dennoch können Dinge schiefgehen. Ich habe Sophie mit Zeit beschossen. Und sie steht halt am meisten in Kontakt mit dir. Und Dinge können passieren. Unvorhergesehene Dinge. Ich habe viel gelernt. Und es sind noch mehr Fragen aufgekommen. Er schiebt dir ein Foto von irgendeiner jungen Kirsche, so 17, 18 oder sowas in der Richtung zu. Das ist deine Tochter aus der Zukunft. Okay. Ich weiß nicht genau, wie die hierher kommt. Sie sucht offenbar ihren Vater. What? Ich dachte nur, du solltest das wissen. Willst du mich verarschen? Ja. Gut. Ich mach das manchmal mit Leuten. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute das glauben. Tochter aus der Zukunft. Ich hab Terminator gesehen. Das wird nicht gut enden, wenn jemand aus der Zukunft zurückkommt. Das auch, ja. Es klappt so häufig. Ich hatte echt mal einen, der hat danach dir gesucht. Und ich wusste überhaupt nicht, was los war. Hat die Pferde mitgespielt? Nee, was weiß ich, was das für eine Hure ist. Er hat sie entführt. What?
Ja, das war seine Tochter. Was sollte er denn machen? Ja, danach wurde ihr Gedächtnis leicht modifiziert und alles war wie vorher. Ich konnte sie wieder benutzen und der Typ war ein bisschen sauer, aber es war einfach zu witzig. Oh Mann. Die Tochter aus der Zukunft. hier, Sophia, hast du deinen Lappen übrigens und hier hast du den anderen Lappen. Cool, danke. Bilder müssen ja auf Passbildern immer scheiße aussehen. Ich habe mir große Mühe gegeben. Okay. Outgame, du siehst aus wie eine russische Prostituierte. Na, wenn ich Glück hab, krieg ich dafür noch ein Zwanni. Dachte ich mir auch. Aber nur, wenn ich Glück hab. Aber dafür werden mich alle, nachdem sie diesen Ausweis in der Hand hatten, ansehen und denken. Ja, die hat sich gemacht, Rosse. Ja. Okay. Na dann, David, wir gehen bald mal deine Tochter suchen, hm? Das ist klar. Ja. Darf ich erst die Mutter kennenlernen? Das wäre vielleicht cooler. Kinder bekommen ist nicht so viel wie Kinder machen. Nicht so cool. Und vor allem das Versuchen dazu. Wir können uns auch deine Kinder aus der Vergangenheit angucken. Ja, mach das woanders. Oder wir suchen deine Tochter aus der Zukunft. Was hältst du davon? Mach das woanders. Wir finden seine Tochter aus der Zukunft, die wird dann meine Frau, um dann meine Tochter aus der Zukunft zu erstellen, weißt du? Wenn meine Tochter eins nicht wird, dann deine Frau. Ja, gut, wir müssen nicht heran. Weißt du, wie viel älter du wärst als die? Naja, wenn das deine Tochter aus der Zukunft ist, dann sind die ja quasi gleich alt. Na, wenn deine Tochter seine Schwester wird, dann wird's witzig. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Get out of my stream. Es macht immer wieder Spaß. Ja, der Spaß ist bestimmt woanders. Ja, du findest es auch lustig. Ich bin ganz kurz davor, meine patentierte Besuchsrauswerfmaschine zu benutzen. Das. Du weißt doch, was sein wird, ist, was war, wird sein. Das habe ich nicht zum ersten Mal gehört, dass er das zu mir gesagt hat. Irgendwie scheine ich ein schlechter Gast zu sein. Das letzte Mal war das aber Hanna, die das gesagt hat. Ach so, nee, stimmt. Nee, dann korrigiere mich. Korrigiere Darf ich mich. Die sehen? Das letzte Mal hat mir Hanna das angedroht. Ich scheine ein echt schlechter Gast zu sein. Er kippt einen Lichtschalter um. Sophie eilt hinaus. Aus einer Kuckucksuhr aus der Wand kommt diese Metalldings, an dem der Kuckus ist. Kuckus ist wie so eine scherenförmig, ne? Halt bloß mehrmals. Daran ist ein Stiefel. Das ist ein ziemlich kleiner Stiefel, so. Nicht mehr ganz faustgroß. Aber er kommt zielgerichtet auf David zu. Ja, ich gehe rückwärts Richtung Tür. Du wirst schneller sein als er. Das ist gut. Wenn du die Tür zumachst, ist er dann noch weg. Okay. Du hörst aber noch ein Beehren Sie uns bald wieder. Also nicht von Pock. Claudius, sondern vermutlich vom Stiefel. Sehr schön. Faszinierend. Hör auf, das ständig zu sagen, du blöder Mistschuh! Das ist so einladend. Ja, wir sollten wieder vorbeikommen. Mit Claudius noch durch die Tür. Es macht Spaß, ihn ein kleines bisschen zu ärgern. Er braucht das. Ich bin immer wieder fasziniert von deren Gerätschaften. Er hat dich mit Zeit beschossen? Ja, hallo. Why? Frag ihn. Ich glaube, er wollte was erforschen und stellte irgendwie fest, dass ich zeitlos bin und deswegen wollte er das unbedingt ausprobieren. Ah ja. Ja.
Ich bin so zeitlos, dass ich auch keine Zeit abgeben kann. Faszinierend. Ja. Da bist du quasi schon eingefroren. Quasi. Ich stehe außerhalb der Zeit. Und vielleicht auch irgendwann mal außerhalb des Raumes. Jetzt zum Beispiel. Sie geht in den Flur. Eine interessante These. Und so leicht zu widerlegen und so leicht zu bestätigen. Zu beweisen. Mhm. Ja. Du bist quasi außer Raum und Zeit. Ja. Außer Rand und Band quasi. Nee, nur außerhalb von Raum und Zeit. Naja, du trägst auch keine Bänder. Aber ich habe Ränder. Noch. Du meinst, ich Photoshop mich einmal und verwische meine Konturen? Möglich. Ich weiß das ja nicht, was alles losgeht mit den Nöckern. Das ist bestimmt auch super witzig, wenn du es schaffst, quasi deine Konturen einfach so ein bisschen zu verwischen. Ich muss übrigens den Typen aus der Klapse holen. Den Typen, den du suchst? Ja, genau. Warum willst du ihn aus der Klapse holen? Weil er wichtig ist. Warum ist er in der Klapse? Weil er vielleicht ein bisschen ausgerastet ist. Dann sollte er vielleicht auch ein bisschen da bleiben? Bist du bescheuert? Da sollte niemand bleiben. Ist das gefährlich? Ja. Kommst du mit? Ja, ich wollte schon immer mal gucken. Hörst okay. du mich Gefahr? Ich lach dir ins Gesicht. Es erschallt übrigens ein Kinderlachen. Gefällt mir. Sehr effektheischend. Habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir überlegt, damit kann man nämlich Leute irritieren, weil die denken alle, da wäre ein Kind und dann kommt ein Typ um die Ecke. Könnte aber vielleicht auch irgendwie dezent Probleme bereiten, so Schert-mäßig und so. Ja, wann lache ich denn schon mal in der Umgebung einfach so? Naja, dich zum Lachen zu bringen ist nicht sonderlich schwierig. Du lachst häufiger mal, auch wenn du es nicht merkst. So ein kurzes Auflachen. So, jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wo wir den Typen unterbringen. Willst du neu mitwohnen? Nee, aber ich überlege, ihn in der leeren Wohnung unterzubringen. Welche leeren Wohnung? Ja, wir haben doch eine leere Wohnung im Haus. Die, aus der erst eine Sauna, dann ein Bällebad, dann wieder eine Sauna und dann ein Massageraum werden sollte. Inzwischen war auch noch vom Sportstudio übrigens die Rede. Ah. Ist das nicht eine komplette Baustelle, dieser Raum? Der Typ hat kein Dach über dem Kopf, also insofern... Und was Besseres habe ich im Moment nicht. Er kann auch im Zwischenzimmer schlafen. Ja, sind Bilder, die er vielleicht sehen möchte. Ach. Wieso denn? Ich weiß es nicht. Er ist keine Fee. Naja, was weiß ich, was für eine Auswirkung auf normale Menschen hat, die seltsam sind und wichtig sind. Na, wir hatten irgendwie schon Feten und auch so haben Leute, auch Menschen, dieses Bild gesehen und das war immer okay. Ja, aber die waren ja nichts Besonderes. Das werde ich dann sehen. Irgendwas wird es schon mit ihm tun und dann kriege ich vielleicht raus, weshalb er wichtig ist. Wenn ich seine Reaktion sehe. Na dann. Ja. Warum nicht?
Also hast du schon mit dem Hausherrn abgesprochen? Weiß ich nicht, ich frag dich doch gerade. Noch bin ich nicht der Hausherr. Echt nicht? Nope. Okay. Hast du vergessen, mir zu sagen, dass du Roland in der Zwischenzeit umgelegt hast? Ach ja, stimmt. Ja, habe ich vergessen, dir zu sagen. Ich finde, wie gesagt, sowas nicht schlimm, wenn ihr das macht. Ich muss es nur wissen. Dann sollte ich wohl mal runter zu Roland gehen, hm? Mhm. Roland ist immer noch nicht da. Was denkt ihr denn? Hä? Wieso ist der immer noch nicht da? Der war weg, nachdem er David den Schriebs an den Kopf gedettert hat, und dann war der seitdem nicht mehr da. Da kann ich auch nichts mit dem Hausherrn abklären. Außerdem interessiert das doch wohl den Hausherrn nicht, ob ich einen Gast in meiner Wohnung beherberge. Hab ich das denn je gesagt, dass das so ist? Nö, aber David, deswegen sag ich das gerade. Ja. So, mir egal, was Roland sagt. Fertig. Ich weiß nicht, ob ich das gutheißen kann. Warum solltest du das nicht gutheißen können? Naja, vielleicht als möglicher Nachfolger muss ich auch dafür sorgen, dass wir alle unsere Miete zahlen können. Ja, und? Naja, wenn halt einer da ist, der halt keine Miete zahlt, ist das halt nicht unfair, oder? David, es geht hier um temporär, bis ich herausgefunden habe, weshalb der Typ wichtig ist. Ich bin zu gutherzig. Es geht nicht darum, dass der jetzt hier für die nächsten 5 Monate leben soll. Wir sprechen uns also in 5 Monaten wieder, dass du seine Miete übernimmst. Ist okay. Alter, Spießer. Das hat mit Spießer eigentlich Spießer, zu tun. Spießer, doch. Ich will nur nicht, dass das unfair wird. Spießer. Immerhin habe ich dafür unterschrieben. Ja, das ist ja auch in Ordnung, Mann. Was ist denn, wenn hier Gäste sind, als deine Mutter hier gepennt hat? Wolltest du dir jetzt auch Miete abknöpfen, oder was? Wenn sie länger gewesen wäre als, dann ja. Sophie dreht sich um und geht weg. Kopfschüttelnd. Das ist unglaublich. Ich habe eine Verantwortung, es tut mir leid. Nein, Stock im Arsch, und zwar ziemlich, ziemlich tief. Ich habe doch gesagt, ich bin gutartig, dementsprechend, also in 5 Minuten sprechen wir uns, in 5 Monaten sprechen wir uns wieder. Okay. Spätestens. Frühestens. 5 Monate ist schon nicht mehr temporär. 1 Monat ist noch temporär vielleicht. 2 Monate vielleicht auch noch. 3 wird schon ziemlich hart. Ich gedachte nicht, ihn 3 Monate hier wohnen zu lassen. Gut. Als ob David die Hilfsbedürftigkeit dieses armen Mannes überhaupt ablehnen könnte. Das weiß er nur jetzt noch nicht, weil er ihn noch nicht kennt. Das stimmt. Richtig. So niedlicher. Ja. So ist es nämlich. Das ist ja egal. Wenn er Bogomil zum ersten Mal gesehen hat. Bogomil? Der braucht doch einen Namen. Oh Gott. Oder Sulpez. Also was jetzt, Sulpez oder Bogomil? Ich weiß es noch nicht. Ich bin für Sulpez. Sulpez. Sulpitz. Na dann. Auf Hi. Ja. Aber jetzt ist es zu spät. Es ist Mittag. Stimmt. Meinst du, das schaffen wir noch nach Leipzig? Boah. Wir müssen ein bisschen fahren. Welchen Namen hat Sophie eigentlich da drin stehen? Den du mir gleich nennst. Sulfizia. Muss in nee, der Familie sowas bleiben. Wie, wahrscheinlich sowas wie Anna Schmidt oder so. Mit deinem englischen Akzent hatte dir vielleicht eher was. Sie hat keinen englischen Akzent. Anna Smith. Sie hat Anna Schmidt, meineswegen heißt es auch Schmidt. Sie hat keinen Akzent. Sie heißt Anna Brautsch. Okay. Anna braucht's. So ähnlich. Entschuldigung, bin ein bisschen albern. Mhm. Nur ein bisschen. Ich meine, ihr überquert, wenn ihr nach Leipzig fahrt, immer die Grenze, wo dann
viele Ortsnamen und auch Familiennamen mit TZSCH geschrieben werden. Also, das passt schon. Ah, David, übrigens. Ja? Kannst du mir eigentlich helfen, dass ich ein bisschen mehr aussehe wie auf dem Foto? Sollen wir am Bahnhof anhalten? Ich lasse dich dafür einfach gut 3 Wochen stehen und dann siehst du so aus. Gut, du bist ja wahrscheinlich Crack-abhängig oder so, aber sonst? Meth-abhängig. Ja, oder das. Wir fahren in Richtung Osten, auf jeden Fall Meth-abhängig. Das ist klar. Ja, du musst dir halt einfach nur billiges Make-up kaufen und es dir wie eine 5-Jährige ins Gesicht schmieren, dann passt das. Nee. Ich meine, du warst auch mal 5. Ja. Du sahst schon mal so aus. Vermutlich. Ich erinnere mich zum Glück nicht mehr wirklich an diese Zeit. Maybe. Du bist auf dem Bild erkennbar. Der Ausweis läuft in einem Jahr ab. Das heißt, das Bild wäre schon ein paar Jahre alt. Wenn man so aussehen würde wie auf seinem Personalausweis, okay, dann wäre das mit Problemen verbunden. Ja, okay. Ich habe das Foto machen lassen auf dem Weg zu einer ziemlich schlechten Fete. Also insofern geht das. Wie auch immer, du musst dich eigentlich nicht rechtfertigen, sobald man dich identifizieren kann als die Person. Ja. Gut, ihr fahrt nach Leipzig? Ja. Du wirst bei der Bullerei hingehen und fragen, wo ist Onkel? Richtig. Onkel Solpitz. Richtig. Shit. Was für einen Nachnamen gibt es Ihnen eigentlich an der Stelle? Na, der heißt auch Brautsch, der ist väterlicherseits. Solpez Brautsch. Ist das jetzt Solpez oder Solpitz? Solpez. Ich habe immer bei Malmö verstanden Solpitz. Nee. Jetzt ist es Solpez, na gut. Ja, die werden dich... Ha, wie der Pezspender. Entschuldigung. Ja, also die werden dich ein bisschen warten lassen, das raussuchen, dann werden sie dir vermelden, wo das ist. Das ist... halt hier Marienburg, das ist eine, wie heißt denn gleich wieder, Maßregelvollzug ist das, aber er ist halt ja noch nicht drin. Und sie haben sich schon abgesprochen mit den dortigen Fachkräften und das ist dir auf jeden Fall, natürlich muss es dir erlaubt sein, als Vormund ihn erstmal zu sehen. Und das ließe sich auch heute noch einrichten, wenn du das würdest, sie geben dir die Adresse. Das ist sehr schön, dann... Möge das bitte so geschehen. Ja, fährst dahin. Richtig. Das Gebäude selbst ist umzäunt, selbstverständlich, wie das ein guter Knast an sich hat, auch sogar mit hier, nicht NATO, sondern dem anderen Draht da oben drauf. Stachel nennt man das, Stacheldraht. Es ist ein weißer Blockbau. Oh. Nicht ganz so blockig wie der von den Schrottgnomen, aber... immer noch Block genug. Darum ist so eine Art der therapeutische Garten ist schon durchaus erkennbar, okay? Es gibt einfach Zeichen, die immer wieder dafür sprechen. Ansonsten hat man halt schon Sicherungssachen da, weißt du, da sind tatsächlich mal Kameras, die Türen, du hast am Eingang schon wie nennt sich das gleich? Das ist quasi eine Schleuse und die Glastüren sehen aus, als könnte er die nicht so einfach zertrümmern. Das ist jetzt nicht so, als wäre der übelste Wärter Gefängniswärter, aber die Pfleger und alles und was da noch so rumkreucht und fleucht, die sind ja auch nicht irgendwie bewaffnet oder sonst irgendwas, aber die machen halt schon einen Eindruck von Leuten, die wissen, wie man mit Menschen in schwierigen Situationen umgeht, sag ich mal. Es ist nicht zwingend, ne? Das Ding... Schon banal genug, dass ich euch beiden mal einen Punkt Glamour abziehen darf. Ekelhaft. Und das ist nur vom, wir nähern uns dem Ding so nah, dass wir klingeln und dann eingelassen werden. Das fühlt sich hier haben... nicht gut an. Hm. Warum wollen wir hier nochmal hin? Das werde ich dann sehen. Ihr werdet am quasi in der Schleuse. Kurz tragt ihr euch ein als Besucher. Was stellst du David vor? Hm? Was stellst du David vor? Als meinen Lebensgefährten.
Sehr gut. Deswegen ist es auch kein Problem, dass er da mal mitkommt. Die sind da vollkommen mit einverstanden. Und dann werdet ihr halt so zum Zimmer geführt. Die Leute haben ja ganz merkwürdige Vorstellungen von der Klapse allgemein. Ihr hört nicht aus der Entfernung das einsame Schreien von irgendeinem Elektroschockopfer. Es sind viele Bilder an den Wänden, auch therapeutisch selbst gemalt und so ein Scheiß. Es sind freundliche Räume mit Pflanzen und allem. Ihr habt nicht Blick in die anderen Zimmer, aber ihr seid durchaus an einem Art Gemeinschaftsraum vorbeigekommen. Die Leute sind teils hart sediert. Das ist ja schon mal klar. Und ihr kommt dann quasi an eine weitere Tür, die wird dann aufgemacht. Eure Zielperson liegt da, nee, sitzt auf dem Bett mit Blick zum Fenster. Und der Pfleger wendet sich dann noch an euch. Wir hatten ihnen gestern etwas gegeben zur Beruhigung, haben das dann heute natürlich sofort unterbunden. Wir waren jetzt noch nicht sehr weit und irgendwie versuchen nochmal Kommunikationsaufnahmen, haben wir erstmal viel Freiräume gegeben. Er wurde gewaschen, das war ein bisschen mit Schwierigkeiten verbunden. Und wir haben erst ein paar Angebote gegeben zur Kontaktaufnahme mit uns und mit der Umwelt. Hat er noch nicht wirklich viel wahrgenommen. Ich würde ihn 10 Minuten erstmal mit ihm allein lassen, ja? Mhm. Ich bin hier gleich um die Ecke und die Tür lassen Sie bitte offen. Können wir vielleicht ein Glas Wasser haben? Selbstverständlich. Also da vorne ist auch einfach ein Wasserspender mit Ich hol 3 Gläser. Also das sind keine Gläser, das sind natürlich hier. Ja, klar. Becher. Gläser, Junge. Da sind Leute, die ankommen und sagen, mein Brot spricht mit mir, weil sie voller Meth sind. Ja, das ist völlig in Ordnung, aber... Gut. Ein Becherchen Wasser zu reichen, ist schon mal eine nette Geste. Das stimmt. Sophie geht zu dem Typen und guckt, dass sie in sein Blickfeld geht. Er fixiert dich. Hi. Ihr nickt leicht. Wir haben uns schon mal gesehen. Er schüttelt mit dem Kopf. Erinnerst du dich? Nein. Wirklich nicht? Tut mir leid. Schade. Aber sie schaut sich um. Du kannst hier auf jeden Fall nicht bleiben. Ihr nickt energisch. Ich werde tun, was ich kann, damit du mitkommen kannst. Ich weiß nur noch nicht, ob das heute sein wird. Er beugt sich leicht zu dir. Wohin? Wir machen uns auf die Suche nach einer Antwort. Ja. Allerdings brauche ich dafür deine Hilfe. Ich habe aber zu tun. Ich weiß. Aber wenn du mitkommen willst, wenn du hier raus willst, sie hockt sich jetzt auch vor ihn. Ich stell die Becher dahin. Dann brauche ich deine Hilfe. Sie redet leise. Aber ich habe keine Zeit, dir zu helfen. Ich muss fliegen.
Wohin? Na, überall hin. Und dieses Überall kann mit meiner Hilfe noch viel weiter sein. Er nimmt einen der Becher und kippt ihn über seinem Laken aus. Also ganz langsam, so nicht direkt Tropfen für Tropfen, aber in einem kleinen Schwall. Wenn dich irgendjemand fragt, ich bin deine Nichte. Wir kennen uns. Klar? Plätscher, Plätscher. Ja, ist ja völlig in Ordnung. Sind da Kameras in dem Zimmer? Nein. Das wäre widerrechtlich. Jetzt mal eine ganz blöde Frage. Kann Sophie dieses Wasser irgendwie... Das ist hier zu banal. Kannst du den vorherigen Satz beenden? Naja, manchmal ging das ja, dass sie irgendwie eine leichte Eisschicht oder irgendwas irgendwo machen konnte. In der realen Welt? Wenn jemand dabei ist, in dem banalen Ding, das kostet dich 2 Punkte Glamour an diesem Ort. Okay, das ist zu viel. Du kannst eine Aura der Kühle für 1 Punkt Glamour um dich erschaffen. Nee, jetzt nicht. Ich muss ihn da erstmal rauskriegen, dann kann ich diese ganzen Spielchen machen. Du könntest ja. Quasi, du könntest ihm auch dein wahres Ich zeigen. Dann zeigst du es jedem für ein paar Minuten. Plus, richtig. Ihr habt das Gefühl, wenn ihr hier zeigt, was ihr seid, dann kommen andere Dinge, die dann auf euch aufmerksam werden. Alles klar. Ich werde tun, was ich kann, um dich herauszuholen. Um mich rauszuholen, muss ich fliegen. Aber ich kann nicht fliegen ohne den Schlüssel, du verstehst. Ja, ich weiß, aber den Schlüssel finden wir nicht hier. Ja. Aber du verstehst. Ja. Ihr nickt zufrieden. Ich verstehe das. Wir finden den Schlüssel und wir finden das Fenster. Na dann. Wollen wir los? Hat er irgendwas hier rumliegen? Er hat, was im Nachttisch steht, ein Spielzeugdinosaurier, wo der Schwanz abgebrochen ist. Er wurde gereinigt, aber ist immer noch ziemlich verdreckt. Sophie schaut dieses Ding an, schaut ihn an. Würdest du mir das ausleihen? Ich bringe es dir zurück, ich verspreche es dir. Er springt vom Bett auf und baut sich vor dir auf. Mit einer Hand in Orten der Höhe, quasi in die Taille. Und die andere legt dir auf deinen Kopf. Es ist dein. Alles klar. Dann nimmt sie sich. Und jetzt du. Was? Und jetzt du. Sophie ist verwirrt. Sie weiß nicht, was er von ihr will. Er nimmt sich einen neuen Wasserbecher und wirft ihn auf den Boden und streckt dann die Hand in deine Richtung, mit der Handfläche nach oben. Sie gibt ihm das Bild von sich. Er nickt zufrieden und zerreißt es dann in winzig kleine Stückchen.
Dann versteckt er die in seinem Kopfkissenbezug. Sophie geht dann auch hinaus. Ihr quatscht noch kurz mit dem Pfleger. Ja, Sophie will ihn auch übrigens mitnehmen. Ja, sofort schon mal gar nicht. So schnell wie möglich. Ist ein Haufen Papierkram, bliblablo, bla bla bla. Das mit dem Anwalt übrigens, wenn du bis zu 3 Sack Cash bezahlst, wäre vermutlich besser, als an Orte wie diese nochmal zurückzukommen. Dann macht sie das so. Okay, also du gibst ihr dann quasi die Nummer und... Das würde ich am Ende 2 kosten, das kann ich dir schon mal sagen. Okay, dann ist das so. Braucht dringend einen neuen Glamour. Ja, du hast noch 7, ne? Ja, trotzdem. Ja, ich sag mal. Und er wird so in 4-5 Tagen eher wird das nix. Und Bezahlung, bla bla bla, ist nicht, das passt schon. Es ist halt, wird wie gesagt ein etwas knapperer Monat. Aber David hilft dir ja bestimmt aus. Ich meine, du musst ja noch deine andere Chantal zurückbezahlen. Ja. Aber da half Hendrik mir ja auch aus. Bitte? Da hat Hendrik mir ja auch ausgeholfen. Das stimmt allerdings. Ich helfe ihr, ich hol ihr ich besorg ihr einen Job als Kellnerin. Du sagst also, Sophie sucht sich jemand anderen, der ihr aushilft. Ja. Ich weiß, wer dir aushelfen kann, bei dem du ab und zu mal kostenlos Trank, Speis und Logis bekommst. Na? Na, Kamal. Ach so, ja, stimmt. Vor allem der Trank. Also gut, ist im Kalender eingetragen. Du kriegst ihn irgendwann wieder. Und damit meine ich den Typen. Ja. Entlassung Sulpets. Schön. Tja, dann muss ich jetzt nur noch in seine Vergangenheit gucken. Mhm. Also wirst du vermutlich bei dir zu Hause machen? Ja. Yep. Bliblablub, ihr seid zu Hause. Es kostet dich noch einen Punkt Glamour. Sehr, es wird ein rarer Monat. Ich meine, du könntest auch versuchen, mich mit einem Schelmenspiel zu überzeugen, was gut genug ist. Das ist ein bisschen sehr witzig, aber ich find's gut. Das ist ja auch der Sinn und Zweck eines Schelmenspiels. Pass auf. Sophie lässt ihren ganzen Körper ein wenig hin und her pendeln, wie das Pendel einer Uhr. Und dann irgendwann streckt sie den Kopf nach vorne. Kuckuck! Das wird gut, das ist ein bisschen lustig. Das muss übrigens 12 Mal sein. Ich fühle mich gerade irgendwie an die kleine Genie erinnert. Nein. Doch, tue ich. Okay, aber das war nicht meine Absicht. Ich gebe dir einen Bonuswürfel. Das ist nett, aber... Na gut. Also. Ein Großteil seines Lebens, den du zurückverfolgen kannst, denn ganz so weit geht's jetzt nicht zurück. Es ist tatsächlich... Naja, deprimierend und eintönig. Ja, er hat viel herumgehangen. Sie sind quasi im Schnelldurchlauf da immer wieder versuchen, was an die Wand zu zeichnen. Eine Tür. Aber es gibt einen. Man weiß es nicht, wie lange das her ist, denn die Zeit läuft immer schneller. Denn offensichtlich weiß ja der Traum, wonach du suchst, und wird dir schon das Richtige zeigen. Das heißt, es verwischt immer schneller. Es ist nicht mehr klar, ob das vielleicht irgendeine andere Stadt ist, aber er befindet sich jetzt in einer kleinen, wie heißt das gleich? Im Lidl. Und er befindet sich im Lidl, wo sie gerade diesen kleinen hässlichen Dinosaurier verkaufen für Kinder, so eingeschweißt. Und er sitzt da davor und sucht, also was heißt sitzt, der kniet davor und sucht unter und vor dem Regal, wirr nach irgendwelchen Dingen, aber, und die anderen Leute um ihn herum, die gucken ihn an, wie man so jemanden anguckt, vor allen Dingen, weil er wirklich, er sucht, als hinge sein Leben davon, aber keiner von den anderen sieht, dass im Lidl ein Drache hockt. Der ist, er kann nicht in diesen Raum passen und tut es trotzdem, obwohl er schon sichtlich eingequetschter hockt. Es ist nicht zwingend so ein lieber, freundlicher Drache wie Suldra. Er scheint auch nicht so viel zu sprechen. Er schnaubt nur ab und zu wütend. Und das bläst auch einigen Leuten da die Haare aus dem Gesicht. Die
scheinen das auf irgendwas anderes zu schieben, Klimaanlage oder was auch immer. Und dieser Drache ist am Boden festgemacht mit schweren bleiernen Kugeln und Ketten, die sich dann quasi um seine Vorder- und Hinterläufe und um seinen Schwanz sowie seinen Hals wickeln. Und da sind halt kleine Schlösser dran. Irgendwann weiß ich Sulpitz nicht mehr zu helfen, findet offenbar den Schlüssel nicht, greift sich das Spielzeug und rennt raus. Der Drache wird quasi mitgezerrt. Folgst du ihm? Ja, natürlich. Cool, jo. Er rennt und rennt und rennt und rennt. Bricht irgendwo halb zusammen. Dabei bricht der Schwanz des Dinosauriers ab. Doch der Drache sieht irgendwie ganz schön mitgenommen aus. Einige Schuppen fehlen, er blutet an einigen Stellen. Er ist wütend. Und brüllt. Und Sulpitz weicht ein paar Schritte zurück, versteckt sich erst hinter einer Mülltonne. Wird dann irgendwann näher kommen. Und findet den Schlüssel dann endlich, indem er in seine Brust hineingreift und etwas hervorzieht. Und dabei spuckt er tatsächlich danach etwas Blut. Also der menschliche Körper, denn er hat ja keinen chimärischen. Und befreit den Drachen. Der in die Lüfte steigt. Davon fliegt. Und er brennt am Horizont einen Pfad in den Traum hinein. Und damit meine ich, dass er quasi eine Tür öffnet. Die Hecke verbrennt, die Nebel zerteilt mit seinem Feuer Odem. Und dabei, davor er, bekommt Sulpitz wohl dann doch enorme Angst und rennt wieder weg. Okay. Das war's. Aber es ist auf jeden Fall ein... Also dort, wo die Nebel zerteilt wurden, dort gehören die nicht wieder hin. Das ist ein Pfad in den Traum, der bestehen bleiben kann. Zumindest für länger. Hat sie eine ungefähre Ahnung, wo das sein könnte? Keine Ahnung. Ist auch an den Ecken und Rändern ziemlich ausgefranst, der Blick in die Vergangenheit. Okay. Und das wäre scheiße interessant. Das heißt, sie hat auch nichts gesehen, irgendeinen Namen, irgendein Autokennzeichen vielleicht, irgendwas, was darauf hindeuten könnte. Doch, ja, ein paar Autokennzeichen beginnen schon sehr viele mit L. Mit L? Nur mit L. Leipzig. Nee, warte mal, ist Leipzig überhaupt nur L? Müsste doch, oder? Ja. Leipzig ist größer als Lübeck, ja. Deutlich größer ist auf jeden Fall L. War das denn in der Innenstadt da, wo das war, oder war das auch? Es war auf jeden Fall nicht in der Innenstadt, die du kennst. Ich meine, Sophie, wo die sich noch bewegt haben, vermutlich irgendwo in Konnewitz, da war es auch nicht. Es war ein Stadtteil, den du nicht kennst, vielleicht war es auch ein Vorort. Ich meine, das ist eine Flächenstadt mit tausenden Eingemeindungen. Ja. Es sah schon eher städtischer aus, aber wo genau ist schwer zu sagen. Das stimmt, aber helfen wird auf jeden Fall, wenn sie im Internet sich sämtliche Lidl in Leipzig aufruft. Ich weiß, das sind bestimmt nicht wenige, aber es könnte helfen. Er ist eine ganze Weile gerannt. Ja, und? Gibt es denn für sowas eigentlich eine Fähigkeit? Nachforschen, Recherche. Ja. Das stimmt. Wir nehmen also... Ach genau, es gibt Ermittlungen und Recherche. In dem Fall würde ich sogar sagen, ist es eher vielleicht Ermittlung? Diese Ermittlung? Ja, meinetwegen können wir auch Recherche nehmen. Übrigens heißt das, ich gebe bei Google Maps Leipzig Lidl ein und... Aber den Weg nachzuvollziehen ist dann nicht zwingend so einfach, denn er ist eine ganze Weile gerannt. Das ist ja okay.
Aber na gut, du wirst ungefähr die Stelle rausgefunden haben. Frag mich nicht irgendwo da in Dings, in Milden oder sowas. Okay. Dann wird sie da hinfahren und zwar jetzt sofort. Okay. Dauert dann eine Weile, bis du auch tatsächlich wieder den Ort gefunden hast, aber das ist ja nicht so das Problem. Denn du konntest ja nicht erkennen, wo genau der Drache jetzt was reingebrannt hat. Du erkennst oder du fühlst ja, dass dort die Nebel tatsächlich dünn sind. Aber es ist eine Tür, die mit Einschränkungen ist das Falsche. Es ist eine Tür, aber nicht für jedermann. Es müssen Bedingungen eintreffen, damit man sie durchschreiten kann. Es ist nicht wie sonst manchmal, wie du es erlebt hast, dass eine Tür ist, die einfach aufgeht, wenn du in die Nähe kommst. Oder es ist auch keine Tür, wo du die Klinke drückst. Also vielleicht brauchst du das Sesam, öffne dich oder was auch immer. Vielleicht musst du auch ein... Sie geht übrigens auf die Suche nach dem Schwanz von diesem Dinosaurier. Das ist zu lange her. Okay. Das dachte ich mir schon. Viel zu lange. Aber es war ein Versuch wert. In dem Lidl haben die Leute mit D-Mark bezahlt. Ergo vor Januar 2001. Oh, okay, das ist echt schon lange her. Da war Sophie nur ein Kleinkind. Ja. Oder sogar vielleicht noch flüssig. Das keine Ahnung. Die Bedingung dort für die Tür scheint eher eine zu sein, die du gar nicht erfüllen kannst. Sondern eine Gemeinschaft. Du musst Mitglied einer Gemeinschaft sein, zu der du nicht gehörst. Und nie gehört hast. Du weißt auch, dass weder David noch irgendjemand, den du kennst bisher, noch der Typ diese Bedingung erfüllen. Vor allem der Typ nicht. Ja, aber der weiß vielleicht irgendwas, auch wenn das jetzt noch nicht... Aber das kriegt man vielleicht möglicherweise irgendwann mal irgendwie aus ihm raus. Aber dann weiß sie zumindest schon mal, wo das ist. So ist es. Und fährt irgendwann wieder zurück. Es dürfte jetzt schon ziemlich spät sein. Es dürfte jetzt recht spät sein. Quasi mit dem letzten Zug. Oder dem ersten, je nachdem. Also der erste ist eher so dann um 4, um 5. Ich glaube eher mit dem letzten, denn der geht so um 2 oder sowas. Okay, dann wird es also der letzte sein. Sehr gut. Ich hoffe, du kommst dann lebend raus aus dem Scheiß. Warum denn nicht? Vampires. Ja, das ist doch nur Panikmacher. Funktionierende Panikmacher. Ja. Außerdem hatte die Software gesagt, was für eine Art Bedrohung von den Vampiren ausgeht. Die hat ja explizit gesagt, die wird höchstwahrscheinlich nicht nachts, außer ihr habt richtig großes Pech angefallen und ausgelutscht, sondern, ja, Vampire agieren auf einer Verwaltungsebene, die nicht gut für euch ist. Vampire machen die Welt langweilig und starr, damit sie sich besser kontrollieren können. Dabei ist Kontrolle uncool. Ey, Sof, Kontrolle ist uncool. Gib sie mal ab. Sophie hat das verstanden. Zu gegebener Zeit. Es gab schon Gründe, warum die versucht hat, dich vor David schlecht zu machen. Ich weiß. Weil du einfach ein aus der Reihe springendes kleines Ungetier bist. Du warst bestimmt so eine, die bei im Hause Sof dafür sorgen wollte, dass Männer einen Posten bekleiden, der höher ist als der des Ritters. Naja, so ein bisschen Maskulismus schadet keinem. Du widerst mich an. Du hast bestimmt nicht mal eine richtige widerliche Orgie mit irgendwelchen Dämonen gehabt. Ich habe aus Protest einen Strap-on getragen. Das ist ja irgendwo noch verständlich. Das ist ja jetzt nichts Dramatisches. Dämonen dominieren, bück dich Dämon, ist auch vollkommen okay. Bück dich Dämon, Wunsch ist Wunsch. Genau, ja, ja. Das nämlich. Das stimmt. Na gut, es ist spät. Ja. Und ihr werdet sowieso nichts mehr machen. Richtig. Jupp. Dann machen wir Schluss. Machen wir das. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Deli Dorftrottel und anderen.